Welche Kreisformeln gibt es eigentlich? Also mit welchen Formeln kann ich am Kreis eigentlich etwas ausrechnen? Und wie sehen diese umgestellt aus? So, in diesem Video werde ich dir jetzt mal erklären, welche Formeln es gibt. Ich zeige dir auch mal, wie sie umgestellt aussehen, wann du sie einsetzen kannst und wenn du Beispiele brauchst, naja, da komme ich auch gleich noch dazu. Legen wir mal los. So, also wir haben einen Kreis. Vom Mittelpunkt des Kreises bis zur Begrenzung des Kreises, das ist der Radius r. Der kommt gleich auch in den Formeln vor. Und wenn ich den Radius verdopple, also Radius und nochmal Radius dran, dann komme ich auf den Durchmesser. Das sieht man auch gleich in den ersten Formeln. Also der Durchmesser ist gleich 2 mal der Radius. D gleich 2r. Also wenn ich den Radius habe und den Radius verdopple, bekomme ich den Durchmesser. Oder natürlich umgekehrt, Radius ist gleich d durch 2. Manchmal so geschrieben oder als Bruch. Also nehme ich den Durchmesser und halbiere diesen, bekomme ich den Radius. So, was gibt es noch? Den Flächeninhalt, also wie groß hier die Fläche von dem Kreis ist. Und ach so, noch mal ganz kurz. Wenn du Beispiele mit Zahlen und Einheiten brauchst, findest du auch auf meinem Kanal oder kannst gerne mal in die Endkarten von dem Video reinsehen, also das Video bis zum Ende gucken und dann gibt es nochmal so eine Endcard. Dort werde ich auch nochmal passende Videos mit Beispielen verlinken. Wenn ich jetzt überall jetzt ein Beispiel vorrechnen würde, dann wird das Video ellenlang werden. Also hier die Formeln erklären, wofür man sie braucht, wie man sie einsetzt und Beispiele gibt es dann in weiteren Videos. So, also der Flächeninhalt wird mit Groß A bezeichnet. Und der Flächeninhalt vom Kreis ist Pi mal r Quadrat. Das heißt, wenn du den Radius kennst, kannst du diese Formel hier verwenden. Pi ist eine Taste auf dem Taschenrechner. Die Kreiszahl, die ist etwa 3,14159 groß. Wenn du es im Kopf rechnen willst, dann setzt du anstatt Pi einfach hier eine 3 hin. Also 3 mal Radius zum Quadrat. Da kommst du schon mal grob auf das Ergebnis. So, die Formel hier, die kann ich auch nach dem Radius umstellen. Das heißt, erst einmal die Formel, r ist Wurzel a durch Pi. Wenn du also den Flächeninhalt kennst und den Radius ausrechnen möchtest, dann nimmst du diese Formel hier. Flächeninhalt geteilt durch die Kreiszahl, also durch 3,14159 und dann die Wurzel daraus, bekommst du auch den Radius. Weitere Möglichkeit. Flächeninhalt ist gleich Pi mal d Quadrat Viertel. Du kannst also den Flächeninhalt einmal mit dem Radius ausrechnen oder wenn du unbedingt den Durchmesser verwenden willst, dann nimmst du diese Formel hier. Pi mal Durchmesser zum Quadrat durch 4. Und die Formel hier kannst du auch umstellen. Nach dem Durchmesser ist gleich Wurzel 4 mal a durch Pi. Wenn du den Flächeninhalt kennst, wenn du die Fläche kennst und möchtest den Durchmesser ausrechnen, dann nimmst du diese Formel hier. Also erst 4 mal den Flächeninhalt nehmen, durch Pi teilen und aus dem Ganzen die Wurzel ziehen. So, das waren jetzt Radius und Durchmesser und Flächeninhalt fehlt noch der Umfang. Also Umfang ist gleich Pi mal d. Kennst du den Durchmesser? Multiplizierst den mit 3,14159 oder nimmst die Taste Pi auf dem Taschenrechner, bekommst du den Umfang. Die Formel kannst du umstellen. D ist gleich u durch Pi. Das heißt, wenn du den Umfang kennst, kannst du mit der Formel den Durchmesser ausrechnen. Oder das Ganze gibt es jetzt noch mit dem Radius. U ist gleich 2 mal Pi mal r. Also, hier sieht man schon den Vergleich auch. Pi kommt hier auch vor und d ist so groß wie 2r. Haben wir hier oben ja auch. D ist gleich 2r. Das steckt hier auch in der Formel drin. Also, Radius kennst du, setzt du ein, bekommst du Umfang raus. Oder die Formel umgestellt. Radius ist gleich u durch 2 mal Pi. Du kennst den Umfang,
teilst durch 2 mal Pi, bekommst den Radius. Wichtig, wenn du das mit dem Taschenrechner machst, dann mach eine Klammer hier um den Nenner drum, sonst glaubt der Taschenrechner, dass Pi hier oben im Zähler steht. Also gibst dann einen Umfang, was weiß ich, 5 Meter, durch, Klammer auf, 2 mal Pi, Klammer zu. So, dann kriegst du den Radius raus. Ja, soweit mal eine Übersicht zu den Formeln vom Kreis. Wenn du jetzt Beispiele brauchst, also wie man mit den ganzen Formeln umgeht, um etwas auszurechnen, dann schau mal hier in die Endcard rein, dort werde ich dir weitere Videos verlinken, ansonsten gerne auch auf meinem Kanal. Davon abgesehen würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.